So, es ist der 3. Juli und so eine Schüssel ungefähr ist so jeden Tag oder alle 2 Tage die Ausbeute. Ja, ich habe jetzt schon wieder, eigentlich war die Schüssel, da war ein kleiner Berg drauf gewesen und ich konnte es wieder nicht abwarten, die aufzuessen. Ja, habe mir immer schon vorgenommen, euch das mal live zu zeigen. Und ja, jetzt habe ich es halt wieder geerntet und werden sofort verschnabuliert. Nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Extrem süß, wie Gummibärchen, kann man fast sagen. Am 4. Juli schaut es so im Garten aus. Bis jetzt kein einziges Mal Rasen gemäht und kein einziges Mal gegossen. Ich wusste gar nicht, dass hier Himbeeren sind. Ist ja krass. Aha. Naja, jedenfalls wollte ich euch zeigen, wo ich die Erdbeeren geerntet habe. Heute dürften nicht mehr so viel dran sein. Hier ist ein paar, da ist ein paar. Da ist ein paar. Ja, mal gucken, ob da überhaupt noch welche rankommen dieses Jahr. Aber bis jetzt, jeden Tag, oder besser gesagt alle 2 Tage, wollen wir mal ehrlich sein, so ein Schälchen, was ihr da gesehen habt, gerade eben. Und ja, ne, die Erdbeeren, die sind hier. Ach, hier ist wieder eine. Ach, schön. Doch schon wieder eine reif. Ist ja krass. Ah, und hier vorne ist auch wieder eine. Geht doch. Geht doch. Sind doch noch ein paar da. Ja, kein einziges Mal gegossen. Und ehe das Beet jetzt so weit war, hat es ungefähr 3 bis 4 Jahre gedauert. Ne? Also mit ein paar Pflänzchen habe ich angefangen und die haben dann immer mehr Ableger gemacht und haben sich dann hier so weit ausgebreitet und hier wird kein Unkraut gejätet. Das Einzige, was hier mal gemacht wird, ist so ein Pappen über die Erdbeerpflanze drüber gelegt, also ein Pappen mit einem Loch in der Mitte, ne, dass die Erdbeerpflanze da durchgucken kann, dass rundrum das Gras ein bisschen weggedrückt wird sozusagen, aber mehr nicht. Ja, und vom Geschmack her, ach, leider gibt es kein Geschmacksfernsehen, aber so süß habe ich es noch nicht erlebt. So, wollen wir mal zum anderen Beet gucken. Beet in Anführungszeichen. Hier zur anderen Erdbeerkolonie. Hier waren auch richtig große dran gewesen. Oh, hier ist ja noch eine. Da ist hier noch eine. Aha, krass. Ja. Also von daher kann ich mich nicht beschweren über diesen trockenen Juni. Irgendwie scheinen die sich trotzdem versorgt zu haben. Und hier ist noch eine. Ach, schön. Da kriegen wir doch ein paar zusammen. Die ist morgen reif. Hier ist eine große. Da ist eine große. Habe ich ja gestern ganz vergessen, oder ist die schon wieder reif geworden über Nacht? Wo war sie? Wo war sie? Die habe ich nur von drüben gesehen. Jetzt ist sie weg. Nein. War das die hier? Nee, die braucht auch noch ein Stück. Hier ist sie, da ist sie. Oh. Oh. Krasse Scheiße. Ah, und hier geht es ja noch weiter. Ich habe gedacht, ich habe gestern echt alle erwischt. Ne? Nee, habe ich nicht. Gut, die sieht ein bisschen deformiert aus. Aber schmecken wird sie trotzdem. Und ich weiß es nicht, hier ist ja noch eine. Also, ich werde nie wieder anders Erdbeeren anpflanzen. Ja, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Da praktisch einen viereckigen Pappen drüber gelegt, ein bisschen Erde auf den Pappen, dass das Gras halt ein bisschen, dass es nicht direkt an der Pflanze lang wächst, sondern schon so hier ein paar Zentimeter Platz hat. Und dann klappt das super. So, jetzt reicht's aber, oder? Nee, hier ist noch mehr. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Einen Tag habe ich Zeit gelassen, wie schnell das wird. Naja, gut. Ja, das ist das zu den Erdbeeren. Erdbeeren im hohen Gras wachsen lassen,
das hohe Gras stehen lassen, nicht mähen. Und dann habt ihr auch im Juli noch die allerleckersten Erdbeeren. Sind hier von auch schon wieder welche dran? Nee, hier ist noch nichts. Da ist noch nichts. Hier ist auch noch nichts. Ja. Okay. Noch ein paar Walderdbeeren dazu. Ja, der Walnussbaum hat sich auch schön gemacht in dem Monat. Den hab ich immer ein bisschen gegossen. Da will ich, dass er so schnell wie möglich wächst, dass er so groß wie möglich ist, wenn der Winter da ist. Und ja, der Rhabarber sieht halt so aus, wie er aussieht, wenn es ganz trocken ist. Und hier haben wir die Walderdbeerenkolonie. Sind ja auch schon wieder super reif. Ja, also die hier, die direkt am Teich dran sind, die wachsen am allerschönsten. Ja, also der Teich ist eine alte Badewanne, einfach in die Erde eingelassen, Stöpsel zugemacht und vollgelassen. Ja, so schaut's aus. Gut, das war das mit den Erdbeeren. Ich hoffe, ich konnte euch so halbwegs ein Bild vermitteln, wie das auch gehen kann, ohne dass man viel Arbeit hat. Bis bald.